Willkommen, Freunde. Gestern ist Deathloop angelaufen, offiziell released worden. Allerdings war die Freischaltung bei mir recht spät abends, deswegen konnte ich gestern nicht direkt zur Release was starten. Mit einem Tag Verzögerung holen wir es nach, schauen uns mal an, was uns hier erwartet aus dem Hause Bethesda. Aber ursprünglich wurde das ganze Ding designt von den Dishonored-Machern. Der erste Teil hat mir echt sehr gut gefallen. Ist schon einige Jahre her. Die anderen Teile habe ich noch nicht gezockt. Deswegen bin ich mal gespannt, was uns hier erwartet. Ich habe natürlich die Grafik schon mal entsprechend angepasst. Hochgestellt alles. Wir haben hier zwei Assassinen. Soweit ich das jetzt verstanden habe, müssen die innerhalb eines Loops 8 Gegner töten, um diesen Loop zu durchbrechen. Ansonsten wird der Tag oder der Abschnitt immer wieder wiederholt. Wir können jetzt hier mit Cold starten und Juliana erst nach dem ersten durchspielen. Deswegen springen wir einmal rein und schauen mal, was uns hier erwartet. Ich habe nämlich wie immer keine Ahnung, weil ich mir im Vorfeld keine Trailer oder irgendwas reinziehe. Wichtig ist halt nur für diejenigen, die den Game Pass haben. Das Ding steht jetzt offiziell zur Verfügung. Zum letzten Mal. Warum erinnerst du dich nicht? Ich weiß es nicht. Gib mir eine Sekunde. Du versuchst es ja nicht mal. Lady, ich habe keine Ahnung. Scheiße, das ist nicht gut. Könntest du dich bitte beeilen? Okay, das ist mal ein Start. Oh, was war das? Das war echt ein verrückter Albtraum. Ich sollte nicht so viel saufen. Okay. Wie bin ich hierher gekommen? Okay. Alles klar. Mysteriöser Start, aber kein Problem. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Schauen wir uns erstmal hier im Menü ein bisschen um. Wir haben verschiedene Entdeckungen. Gut, da finden wir noch nichts. Aber es wird wahrscheinlich verschiedene Collectibles oder irgendetwas derartiges geben. Wir haben natürlich noch nichts gesammelt, sind komplett planlos. Ja, gucken wir mal. Bricht den Loop, alles klar. Bricht den. Den Loop brechen? Das ist doch wohl ein Witz. Nee, das ist da. Ich sehe es. Oh Mann. Ja, dann schauen wir mal, wie wir den Loop brechen können. Wer bin ich? Mein Name. Mein Name. Scheiße. Fuck. Wie heiß ich, verdammt. Du hast keine Ahnung, was hier los ist. Keine Angst. Plappermaul Frank ist für dich. Ja, wunderbar, wir haben schon mal die erste Waffe. Also es geht in Richtung Shooter. Woher weiß ich das? Oh, okay. Ja, Shooter sind überhaupt nicht meine Stärke, aber okay. Ich habe auch gesehen, beim Game Pass kann man sich ja jetzt anschauen, wie lange man für die Hauptstory braucht und alles Mögliche. Da war das Ding hier, glaube ich, mit 15 Stunden angegeben. Okay, da können wir wahrscheinlich auch ein paar Zielübungen machen. Die werden wir aber live umsetzen. Steuerung ist auch recht flüssig, also hier keine großen Hakler, läuft wirklich sauber von der Hand. Okay, kommt mir bekannt vor. Wohne ich etwa hier? So, wir haben hier ein Siegel bekommen. Alles klar. Hübsch. Merkwürdig. So, können wir das Siegel hier irgendwo...
Nee, nicht wirklich. Okay. Dann vermutlich später. Black Reef. Wohl gerade Nebensaison. Ja, das ist von mir, glaube ich. Wir werden ja wahrscheinlich den Loop nicht gleich im ersten Anlauf brechen, bin ich mir sicher. Ist dann halt nur die Frage, ob wir diesen ganzen Bums dann hier nochmal machen müssen oder nicht. Gut, das Hacken ist auch ziemlich easy und simpel. Du kennst den Code. Ich weiß nichts von einem Code. Keine Ahnung. Hallo! Was zum... Ich habe wohl den Code vergessen. Okay, den Code finden ist jetzt die nächste Mission. Das Ding können wir uns nicht greifen. Cold? Hey, heiße ich Cold? Das muss er sein, oder? Fühlt sich irgendwie fremd an. Ja, aber wer schickt uns die ganzen Nachrichten? Okay, treten können wir auch. Sehr schön. Ja, wunderbar. Wir können nicht schwimmen. So wie sich das an... Nicht anhört, aber... So wie wir es da lesen können. Ist sie. So, Juliana hatten wir am Anfang gesehen. Die hat uns abgemurkst. Sie ist ja diejenige, die den Loop am Leben lassen möchte. Und wir sind derjenige, der den Loop brechen möchte. Ich komme wie... Wow, einfach verschwunden? Das war zu einfach. Okay. Das ist nicht mein erstes Mal, oder? Aber geil, wenn man auch so ein bisschen in die Story reingeworfen wird und sich dann erstmal langsam alles erarbeiten muss, kann aber auch sehr frustrierend und irritierend sein. Mal schauen, wie die das hier noch lösen. Morgen sind sie wieder da, okay. Kann mich nicht erinnern. Es wird hier bestimmt doch auch später noch Geheimwege oder jetzt schon Geheimwege geben, die wir noch nicht kennen. Brauche ich nicht. Damit wir dann auch schneller an die 8 Ziele kommen. Oh, der hat uns nicht gesehen. Ja, wer weiß, vielleicht ist er ja auch ein bisschen blöde. Na, ja, schnell mal hacken. Wer weiß, was das ist. Ach, okay, das ist eine Ablenkung. Eigentlich hätte er uns sehen müssen.
Oh, sieh mal einer an. Ich kann auch jemanden umnieten. Hallo? Ich, und das sogar mit einem Headshot. Sehr schön. Okay, pass auf. Keine Ahnung, was ich genau letzte Nacht gemacht habe. Aber könntest du... Was? Wie war das? Ich glaube, wir kennen uns. Das tun wir doch, oder? Ja, endlich! Du bist zurück. Also, was weißt du noch von mir? Alles etwas verschwommen. Was weißt du noch? Ich heiße Colt. Von mir? Du willst mich umbringen und ich kenne so einen scheiß Code. Oder auch nicht. Und dann ist da diese... Du willst den Loop brechen, richtig? Ja. Denke schon. Also, wenn du nicht versuchst, ihn zu brechen, bringe ich dich einfach um. Immer und immer wieder. Immer und immer brutaler. Bist du es doch? Okay, ich brech den scheiß Loop. Keine Ahnung, warum du sauer bist, aber sorry. Noch da? Das hast du noch nie gesagt. Wir haben gedatet. Geh einfach in die Bibliothek. Da ist was für dich. Interessant, das ist hier alles so 70er-Jahre-Style. So, die Bibliothek. Das hier muss doch die Bibliothek sein. Aber wo ist jetzt das Ding für uns? Ja, die Flasche ist es wahrscheinlich nicht. Okay. Ach, das ist die Bibliothek. Bin in der Bibliothek. Was du auch tust. Nicht den Hebel ziehen. Halt, was? Hallo? Fuck. Na schön, ich zieh den Scheißhebel. Ah, da ist der Hebel. Du fällst immer auf den gleichen Scheiß rein. Kannst du dich bitte nur einmal anstrengen, damit es interessant wird? Whoa, was ist das denn? Carnesie? Ach, jetzt kommst du mir wieder so. Weißt du, normalerweise mache ich es dir leicht. Du undankbares Arschloch, aber... Die Tür ist da hinten. Auf Wiedersehen. Yep, gedatet. Warum tust du das? Was habe ich dir je getan? Du erinnerst dich nicht? Und der Code? Wie sieht's damit aus, ha? Ich kenn den Code nicht. Ah! Okay, das hatten wir ja schon gesehen. Okay, die hat auf jeden Fall was gegen uns. Sag es ihr nicht. Okay, was sollen wir ihr nicht sagen? Willst du mich verarschen? Bist du? Hör zu! Ich? Du kennst den Code schon. Du hast ihn auf Black Reef geschrieben. Was soll das heißen, verdammt? Hallo? Bist du schon was tot? Zum? Ich warte. Zieh mich hoch! Mann, bist du schwer. Die Black Reef-Karte. Du hast ihn auf die Postkarte geschrieben. Verstehst du? Okay. Was? Ich lass jetzt halt, los. Stopp, nein, warte! What the fuck? Nein! Hab mich selbst losgelassen. Was für eine verdrehte Welt ist das? Okay, Postkarte besorgen und vom Strand weg. Okay, interessant. Gleicher Morgen. Gleiche verfickte Sendung. Okay, jetzt sind wir ein bisschen schneller. Wir müssen uns aber alles wieder neu organisieren. Diesmal ohne irgendwelche Zwischensequenzen, okay. Scheiß doch einer die Wand an. Ab dann. Okay, 15:40. Brechen wir ein paar Loops. Gut, niemals. Niemals wirst du den Loop brechen. Das ist absolut unmöglich. Ich soll ihn brechen. Ich soll ihn nicht brechen. Was willst du von mir? Dass du nicht verkackst. Okay, der Morgen war schon ziemlich scheiße.
Im Ernst, das war's. Mit dir, mit all dem. Das endet hier, heute. Wo willst du anfangen? In Abdarben, natürlich. Okay, das ist alles ein bisschen strange. Wow, was zum... Okay, soll das passieren? Oh, kalt und seltsam. So, behalten wir dieses Update jetzt dauerhaft oder verlieren wir es wieder, wenn wir draufgehen? Dann los. Ich bin ein bisschen verwirrt, aber okay. Ja, gut, alles klar. Ah, hier können wir unsere Ausrüstung anpassen. Okay. So, da ballern wir einfach mal einen Boni rein, den wir haben. Doppelsprung in der Luft, okay. Ja, da packen wir auch mal was rein. Wir haben ja noch nicht ganz so viel. Mal schauen, was wir bei den Updates haben. Ah ne, das ist wahrscheinlich schon die nächste Mission. Wenn wir immer am Beginn der Mission anfangen, könnte man vielleicht auch noch mal ein bisschen waghalsiger durchlaufen. Woher weißt du, wo ich bin? Hast du Kameras oder? Der Turm empfängt deine Position. Und tu nicht immer so überrascht, als ob ich nicht genau wüsste, wohin du gehst. Nicht mal ich weiß, wohin ich gehe. Dorsey Square ist die Straße runter an der Klippe. Mal sehen. Erster Stock. Willst du etwa zum Kaffeekränzchen kommen? Du willst mir nur wieder dein Zapfhahn zeigen. Ein anderer Colt. Ich bin fertig mit dir. Übrigens erkennt jeder deine blöde Jacke wieder. Ich mag die Jacke. Okay, murksen wir den Dude da mal ab. Na, mal elegant das Genick gebrochen, sehr schön. Da hinten sind ein paar Dudes. Rollläden hochziehen? Klingt wie meine Tante. Schmeißt er mich auch morgens aus dem Bett und will, dass ich den Klodeckel... Okay, Nahkampfschaden können wir... Woher haben wir dieses Schwert? Ja, shit, wir brauchen hier schon wieder einen Code. Ja, das wäre jetzt zu einfach, ne? Ja. Mit denen legen wir uns jetzt mal nicht an, waren ein paar zu viel. Bewohner von Black Reef, ich bin Alexis Dorsey. Ich möchte euch persönlich zum ersten Tag eurer neuen Möglichkeit begrüßen. In ein paar Stunden beginnt die Feierlichkeit des Abends. Bis dahin, geht raus und abschiebt euch. Interessant, da vorne ist schon wieder einer, den murksen wir mal auch eben fix ab. Okay, das sind hier anscheinend alles Loop-Anhänger. Ja,
Oh shit. Gut, das war jetzt nicht ganz so klug. Dann werden wir doch mal versuchen, hier unbemerkt durchzukommen. Sie mochte die Aussicht. Wer ist sie? Okay, davon war auszugehen, dass wir da nicht drauf balancieren können. Einen anderen Weg rein. Okay, recht blutig das Ganze. Aber wir haben die Meute nicht getriggert, das ist gut. Was ist das? Das sind doch wir wieder, ne? Hier soll ich also wohnen. Bin ich so verklemmt? Wow, hübsch. Okay, da ist jetzt kein Code. Da haben wir jetzt auch noch keinen Code. Ich mache ständig Komplimente. Der Loop wird von einem Kontrollraum ausgesteuert. Das ist zu einfach. Viel zu einfach. Hier bekommen wir jetzt auch nicht so viele neue Informationen. Nicht. Ja, das Ding nehmen wir auch mal mit. Plötzlich. Damit mache ich Nägel mit Köpfen ohne lautes Gehämmer. Ah, eine Nagelpistole, nice. Ja, da haben wir natürlich auch keinen Code. Noch eine Gnade, sehr schön. Bist du das? Keine Bewegung. Brauche ich nicht. Nicht gierig werden. Aber erstmal alles mitnehmen, was so geht. Oh, das war seltsam, ja. Dagegen. Okay, kein Plan, was das ist. Du wurdest mal geliebt. Okay, danke für die Info. Haben wir hier irgendwie was Interessantes? Freunde. Wer verdammt ist Frank? Ach, da oben links stehen welche. Interessant. So, gehen wir mal wieder zurück. Da war jetzt die Meute.
Das Ding könnte hier echt interessant werden, aber auch maximal verwirrend. Ich glaube eher zweites. Diese Tunnel durchziehen die gesamte Insel und sind damit mein Weg in den Komplex. Okay, der Sinn dieser Mission erschließt sich mir jetzt überhaupt nicht, aber okay. Muss ja nichts bedeuten. Dafür haben wir neue Waffen bekommen und ein Siegel. Ja, den Komplex erkunden haben wir jetzt hier als nächstes bekommen. Ja, wir werden wahrscheinlich auch diese ganzen Locations mehrfach betreten müssen, nehme ich jetzt mal an. Ja, einfach mal aktivieren, wieso auch nicht. Ja, das brauchen wir nicht. Waffenslots sind alle drinne. Da haben wir noch keine Ausrüstung für, okay. Aber wir können auch im Multiplayer-Modus unterwegs sein, interessant. Aber springen wir einfach mal weiter. Wer weiß, was uns hier noch so erwartet. Das Spielprinzip erschließt sich mir nur so langsam. Aber ich könnte mich auch massiv irren. Konnte die Wohnung noch nie leiden. Und du auch nicht, wie es aussieht. Warum nicht? Kannst du nicht mal aufhören, mich zu nerven, Julie? Juliana. Mir ist das sowas von scheißegal, wie du dich nennst. Früher nicht. Tja, wir waren mal Freunde. Kannst du nicht Oh, lesen? Befiehlst du deshalb allen, mich umzubringen? Ich bin die Einzige, die mit dir redet. Was sagt dir das? Dass ich den falschen Umgang habe. Okay. Kontrollzentrum. Abschalten. So, da hinten müssen wir hin. Laufen wieder ein paar Dudes durch die Gegend. Okay, heißt das, dass der Marker dort falsch ist? Wir werden dann aber ein Problem haben, durchzukommen. Ne, ist das eine Frau oder ein Kerl? Auf jeden Fall, das Ding leuchtet übelst. Ist zwar eine dicke Wumme, aber lassen wir, glaube ich, lieber mal in Ruhe dort liegen. Alles ist unten, okay. Wow. Toll. Pünktlich zum Loop was verrenkt. Was aber wert. Erschieße sie alle. Danke für die Info. Dieses Schleichen, was ich hier durchführe, wird später bestimmt... Ja, absolut unnötig sein. Wahrscheinlich ist hier Geschwindigkeit King. Aber solange wir keine Ahnung haben, was hier gerade abgeht. Ja, falsche Richtung hinter dir, ich weiß.
Aber dort war jetzt erstmal nichts Interessantes zu sehen. So, wo ist der dritte? Okay, abschlachten. So, kriegen wir das Ding irgendwie kaputt? Ja, kriegen wir. Ja, sicher, sicher. Das erinnert mich so ein bisschen an... wie hieß das noch? Bioshock. Das ist, glaube ich, nicht so geil, wenn wir da drauf treten. Ja, diese Dinger, die da leuchten, keine Ahnung, wofür die da sind. Außer Kontrolle, sehr schön. Loop-Kontrollzentrum. Es hieß ja, dass von hier aus der Loop gesteuert wird. Okay, zwei ohne Probleme gekillt. Die sehen irgendwie aus wie Spielzeugmännchen. Das Ding da schaut irgendwie wichtig aus. Was zum... Ihr wollt mich wohl verarschen. Also dann brauche ich eine Scheißbatterie. Was auch immer das Mistding ist. Gut, leere Batterie, die werden wir da wahrscheinlich aufladen müssen. Mal schauen, ob der Bums jetzt funktioniert. Okay, du hast Saft. Also leg mal los. Ja, mal schauen, was passiert. Okay. Oh, wichtig. Hat Chaospotenzial. Eher holen wir uns das LEP. Upsala. Ach, jetzt hat sie auch noch Ladehemmung oder wie? So, das wollte ich eigentlich. Oh, super. Kommen wir hier durch das Eis? Sieht erst einmal möglich aus.
Ja, hat funktioniert. Sehr schön. Ah, wunderbar. Wenn wir schon mal einen Code eingegeben haben, scheint es dort dann auch wieder angezeigt zu werden. Aber scheint bislang immer derselbe Tunnel zu sein. Die Abschnitte sind aber echt verdammt kurz. Aber okay. Da ziehen wir uns hier erstmal ein paar Updates rein. Ein bisschen mehr Gesundheit wiederherstellen ist, glaube ich, immer gut. Was machen wir hier? Haben wir hier irgendwelche neuen Siegel? Ja. Ja, ein bisschen verlangsamen. Ist, denke ich, auch nicht verkehrt. Ist jetzt aber eine Waffe, die wir bislang noch nicht verwendet haben. Da haben wir den... Ja. Ja, können wir ein bisschen hops gehen. Ist auch nicht verkehrt. Neuen Hinweis, neue Entdeckungen, okay. Und weiter in die nächste Mission. Momentan alles noch ein bisschen verwirrend. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass das Ganze noch... Ja, richtig geil werden kann. Vorausgesetzt, wir behalten die Dinge, die wir eingesammelt haben. Aber das glaube ich eher nicht. Was hast du heute gelernt? Wolltest du eine Antwort? Ich will wissen, ob du herausgefunden hast, wer du wirklich bist. Das ist leicht. Ich bin ein Trinker, manchmal ein Säufer, Mann der Insel. Alle kennen mich, alle hassen mich, geschickt mit einer Knarre, bin humorvoll, hab Stil und... Warum tragen hier alle scheiß Masken? Du hast dein kleines Hackamer-Dings vergessen, aber du schaffst das schon. Hackamer-Jig. Und ich hab satt, nach deiner Pfeife zu tanzen. Jetzt bin ich am Zug. Okay. Alle einsteigen. Tutu. Lass den Quatsch, ich hab... Ach, vergiss es. Nächster Halt, Sicherheitsbüro. Tutu. Okay, die Straße runter, sagt er. Ja, Tür ist blockiert, okay. Gut, dann müssen wir doch hier hoch. Na, komm schon. Die gehen aber auch, als wenn sie auf Dope wären. Okay, die sind auch ein bisschen blöde, habe ich so das Gefühl. Aber okay, wieso nicht? Das macht es mir dann ein bisschen einfacher, dann sterbe ich nicht ganz so häufig. Da haben wir jetzt allerdings eine Verteidigungsanlage. Okay, aber die konnte ich leider diesmal nicht platt machen. Egal, holen wir uns mal ein bisschen Munition. Brauche ich nicht. Wie sieht's bei dir aus? Ja, schnell weg damit.
blockiert. Auch hier blockiert. Upsala, der ist nochmal in die Luft geflogen. Das ist aber nicht nett. Und abschlachten. Ja, bislang funktioniert das mit dem Messer eigentlich am besten. So, von unten kommen wir nicht rein, von der Seite kommen wir nicht rein. Dann schauen wir doch mal, ob wir von oben reinkommen. Nein, er sagt, hack mich. So, jetzt. Ah, wunderbar. LEP. Wo ist das LEP? Da haben wir wieder eine Nachricht. Mal schauen. 0437. Okay. Moment mal. 0437. Das ist von mir? Das heißt, es ist in meiner Wohnung. In Scheiß Abdam. Sicherheitschef. Kein Wunder, dass sie mich umbringen wollen. Scheiße. Ich habe den Code schon wieder vergessen. 0437. Das ist, wenn wir wieder nach Uptown in seine Wohnung müssen, könnte das ja der Safe sein. Lauf, 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 lauf. Sehr schön. Nein, da unten haben wir nichts. So, wird der ganze Bums jetzt hier so eine Art Hin- und Hergelaufe sein? Okay, Doppelsprung hat vernünftig funktioniert. Sehr schön. Wir haben ja im anderen Gebiet auch schon ein paar Dudes umgelegt. Die müssten ja eigentlich auch tot sein, weil der Tag noch nicht von neuem gestartet wurde. Mal schauen, ob dem wirklich so ist oder ob die respawnen. Ja, die Abschnitte sind echt ziemlich klein. Oder ziemlich kurz. Da hätte man sich vielleicht auch noch mal ein bisschen was anderes überlegen können. Ich will noch mal eben schauen. Hier haben wir einmal den Rückstoßdämpfer. Ja, größere Distanz, voller Schaden. Gut. Und dann können wir hier eventuell auch nochmal Rückstoßdämpfer reinpacken. Und direkt weiter in den nächsten Abschnitt. Oder zurück nach Uptown in seine Wohnung. 0437 war das, glaube ich. Juliana. Juliana, bist du da? Juliana. Ich weiß deinen Namen noch. Scheiß drauf. Jo, da hast du recht. Ist egal. Okay, da bin ich nicht durchgekommen. Spuck's aus, verdammt! Okay, okay. Ja, ich und meine Aiming-Fähigkeiten. Ersten sehr gut erwischt, zweiten in Ordnung und den dritten jetzt. Oh Mann, 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 Mann. So, das ist die Nagelpistole. Ja, gut so. Lass alles.
Wow. Das Ding war doch gut. Vielleicht anders lang. Okay. Okay, da gehen wir lieber mit der Machete ran. Ein Glück, dass die mich noch nicht gesehen haben. Okay, Plappermaul Frank. So, das Ding dort können wir nicht hacken. Aber wir kommen ja hier im Normalfall durch. Mir scheint aber, als wenn hier wieder neue Gegner wären. Da war ja vorhin auch einer. Was zum? Oh. Juliana. Hey, ich melde mich. Nicht du. Wo ist mein LEP? Ich bin noch nicht fertig. Das ist meine Show, nicht deine. Ich habe hier das Sagen. Du willst raus? Nur über meine Leiche. Was ist das? Irgendeine feindliche Jobübernahme? Der Sicherheitschef schützt den Loop. Das Gegenteil von dem, was auch immer du gerade tust. Cool, dann mache ich einfach deinen Kram. Das war irgendein Mistschreiben für so ein paar Flachspaten und ich... Da will wohl jemand Hallo sagen. Ich bin noch nicht fertig. Habt die Türen verschlossen, damit ihr nicht gestört werdet. Welche Tür? Zu deinen kleinen Tunneln. Tolle Sache, echt. Und alles verdanken wir dem Captain. Ja, warte. Fuck. Verdammt. Du sperrst meine Tunnel? Dann muss ich sie wohl entsperren. Alles klar, dann müssen wir unsere Fluchtmöglichkeiten oder Bewegungsmöglichkeiten wieder entsperren. No entry, okay, das Ding ist versiegelt. Ist es echt schon damit getan? Da oben ist einer. Okay, Tunnel geöffnet. Billiges Drecksteil. Wer ist das? Oh shit. Die gute Nagelpistole ist eigentlich totaler Crap. Okay, ich könnte auch ein paar mehr Headshots machen, vermutlich. Ach, das ist die Juliana. Fuck, echt jetzt? Die loopt sich auch schön durch die Gegend. So, wo bist du? Ah, okay, sie ist down.
Oh, sehr schön. Ich sehe hier einen Erfolg, der wird aber nicht mit aufgezeichnet. So, der Typ ist auch down. Na, komm schon. Oh, war das jetzt die einzige von der Sorte hier? Okay, die Nagelknarre ist weg. Ach, egal. Lassen wir das Ding mal liegen. Das Ding können wir vermutlich nicht hacken, oder doch? Weg ist der Dude. In Deckung. Das war's mit ihr. Gut, der ist auch weg. Das war vermutlich auch keine so gute Idee, weil hier schon ziemlich viele vorhin rumstanden. Aber egal. Schnell durchlaufen. Das passt schon. Aber hier werden für mich auch so echt viele Bioshock-Vibes verteilt. So, mal schauen, ob das mit dem Tunneln funktioniert hat. Jep. Jedenfalls kommen wir durch die erste Tür durch. Puh, okay. Ich bin echt maximal verwirrt, was hier gerade so ein bisschen abgeht. So ein bisschen durchschaut habe ich schon. Wir springen immer hin und her, von Gebiet zu Gebiet. Müssen auch zwischen den Gebieten hin und her laufen. Juliana ist jetzt down. Keine Ahnung, was das jetzt für Auswirkungen hat. Vielleicht ist sie ja auch eine der 8 Ziele, die wir irgendwie umnieten müssen. Du hast den Tag überstanden, okay. Jetzt müssten wir einen neuen Tag starten. Dann ist halt jetzt die Frage, alles nochmal von vorne? Vermutlich ja. Okay, LEP, Tresor. Ich muss vor ihr da sein. Dann krieg ich das LEP. Bitte seine Knarre. Ah, scheiße. Meine Waffen sind weg. Okay, dann müssen wir wieder von vorne anfangen mit dem ganzen Bums hier. Ja, werden wir dann beim nächsten Mal machen und auch schauen, ob wir zumindest bei der Mission weitermachen können oder ob die auch wieder komplett von vorne läuft. Auf jeden Fall ein interessantes Konzept, was wir hier haben. Maximale Verwirrung, aber erst einmal ist das in Ordnung. Schauen wir mal, wie es weitergeht.